Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullen und Finanzen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und jetzt gibt es nochmal ein Update. Gestern habe ich ja schon mal preisgegeben, was so alles kommt. Heute in der Telegram-Gruppe habe ich auch gepostet. Erstens eine Anleitung plus ein Code zu den Arbitrageport für verschiedene Börsen. Also da findet ihr die Anleitung in Englisch, sowohl auch in Deutsch. In der Telegram-Gruppe, auch dort habe ich Informationen rausgegeben, dass laufend des Tages heute das Ganze für euch online geht. Ich werde euch jetzt im Video zeigen, was alles schon da ist. Auch für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 werde ich euch nochmal Informationen geben. Ich sag mal vorab, es kann oder es wird erstmal noch kein Masterkonto geben. Ich zeige es euch nur, ihr könnt euch registrieren, euch das Ganze schon mal angucken. Alles nicht das Thema. Wer natürlich Vorschläge hat und sagt, hey cool, ich habe einen cooler Trader, zum Beispiel bei RoboForex, den könnten wir reintürtig dann hinterlegen bei uns. Und dann könnt ihr reintürtig auch diesen Trader auf bei Bullmoon Finanz über das Dashboard kopieren. Ihr habt 100% sozusagen komplett für euch eure Gewinne. Und das Einzige, was ihr hier bezahlt, ist einfach nur den Slot. Den Slot selbst, die Aufteilung von dem Geld jetzt, halt, was halt anfällt, werde ich hier auch nochmal in diesem Video erklären. Wir liegen hier bei einem Slot auf dem Monat bei $30. Das ist das Einzige, was man hier rein investieren muss. Aber wie das alles funktioniert, erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Und ich werde euch zeigen, wie eine Verknüpfung auch funktioniert, dass ihr halt die Trades kopieren könnt. Genau, vorab, wie gesagt, den Link zu meiner Webseite findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier kommt ihr halt direkt zum Dashboard-Login. Freigabe hier auch, der 19.07.2024 ist der Start jetzt. Wie gesagt, ist frühzeitig das Ganze. Wir werden jetzt einzeln alles auch freischalten und hochfahren. Es gibt auch keine Fehler mehr soweit. Wenn noch Fehler da sind, werden die auch behoben, bevor wir überhaupt irgendwas live schalten. Genau, auch hier mehr Infos, die Webseite, die bullmoon-finanz.com ist auch online für das ganze Projekt, das Investment sozusagen für Immobilien wird dann auch nochmal dazukommen auf dasselbe Dashboard eventuell. Wir müssen gucken, wie weit wir kommen mit der Programmierung halt. Wie gesagt, sonst wird es hier nochmal einen zweiten Dashboard dafür geben. Aber hier will ich halt ein bisschen weg davon, dass wir keine zweite Sports nutzen, sondern wirklich nur einen einzigen. Genau, also rein theoretisch könnte man hier oben draufklicken, dann landet man auch auf der Login-Seite und wenn man eingeloggt ist, sieht das Ganze so aus. Genau, Investment Trading System, die haben sich angeboten, die haben sich hier auch eingeloggt. Ich habe die Zugangsdaten bekommen, hier ist jetzt noch nichts passiert, also hier kann ich alles zeigen, was ich halt gerne möchte. Genau, wie gesagt, ihr bekommt hier viele Benachrichtigungen, auch mit dem Plan. Wir kommen bei Bullmoon Finanz. Ich habe ja gesagt, das ist halt auch alles in Englisch, was international ist und man kann das Ganze auch übersetzen. Man hat hier auch hinzugefügt den Google Übersetzer. Wenn ich hier draufklicke, kann ich auf Deutsch klicken, dann wird die ganze Webseite auch automatisch in Deutsch umgewandelt und dann habt ihr das Ganze auch in Deutsch. Wie gesagt, es sind alle Sprachen hier vorhanden. Genau, wir machen das mal wieder weg, brauche ich nicht. Ich erkläre euch das Ganze auch so. Ich habe die ganze Funktion auch erklärt. Ich hatte auch noch mal eine Frage wegen der internen Transaktion. Wie gesagt, momentan ist das Ganze kostenlos. Also ihr zahlt für die internen Transaktionen gar nichts. Das geht blitzschnell, das ist sofort gut geschrieben. Das heißt, wenn es gut geschrieben ist, ihr habt jetzt $50, ihr müsst diese $50 an anderen User, einen Kollegen hinüberweisen, ist das in Bruchsekunden da. Die ganze Auszahlung funktioniert aktuell noch mit Krypto. Wir werden, glaube ich, sogar frühzeitig die Banküberweisung live schalten. Dann kann man hier auch seine Kryptowährung auszahlen auf seinem Bankkonto. Diese ganze Plattform hier ist voll anonym, also ihr seid hier auch anonym unterwegs. Ihr müsst jetzt hier keinen Personalausweis oder sonst irgendetwas hier hochladen. Und das ist natürlich das Positive daran. Hier müsst ihr dran denken, wenn natürlich Auszahlungen passieren, passiert das innerhalb der nächsten 24 Stunden. Die Auszahlungen werden dann geprüft. Es geht nicht instant raus. Hier müsst ihr bedenken, 1%. Diese 1%, wenn wir halt Gelder überweisen, fallen ja die Netzwerkgebühren an und die Arbeit natürlich.
Das bedeutet, dieser 1% wird dann natürlich abgezogen werden. Ich habe es ja im letzten Video gesagt, normalerweise zwischen 1% und 1,5%. Wir haben das Ganze auf 1% gemacht und 1% sollte rein theoretisch in dieser Hinsicht ausreichend sein. Wenn nicht, werden wir nochmal das Ganze erhöhen, aber 1% ist schon eine ganze Menge und ja, sollte die Netzwerkgebühren auch komplett abdecken. Genau, ich hoffe, hier auch nochmal ein kurzes Update nochmal dazu. Wie gesagt, interne Überweisung, Punkt 1, kostenlos. Punkt 2, ihr könnt die ganzen Kosten decken, auch der Kollege dann. Das ist so ähnlich wie eine Aufladung. Also ihr lädt hier zum Beispiel nur eine Wallet auf dem Dashboard und ja, das könnt ihr dann hin und her transferieren. Punkt 2 ist dann noch gewesen, die Überweisung, also derjenige kann sich dann auszahlen lassen in Kryptowährung. Es wird dann spätestens, schätze ich eher, dann auch nächste Woche passieren, dass dann die Banküberweisung funktioniert. Und dann können halt die Gelder hier eingezahlt werden, es könnten halt die Gelder auch ausbezahlt werden auf dem Bankkonto oder runtergezogen werden auf seine eigene Wallet. Ja, also ich finde, das ist eine coole Idee. Es geht auch recht fix. Für Überweisungen sollte man dran denken, also maximal 5 Werktage, wenn eine Überweisung passiert. Für die Überweisung und die Gebühren, das werdet ihr dann später nochmal erfahren, wenn es dann Ganze auch live ist. Wie gesagt, es steckt viel Arbeit hinter, es steckt sogar noch mehr Arbeit hinter, weil es soll nochmal viel, viel mehr dazukommen. Das Design wird auch nochmal geändert. Ein richtig cooles Design, dass man auch hier dann den Black Mode machen kann. Das ist für mich auch recht hell. Habe ich ein bisschen bemängelt, aber die IT macht das jetzt. Die setzen das auch um. Aber wie gesagt, das hier ist halt ein Future, das könnt ihr jetzt rein theoretisch schon nutzen, ohne Probleme. Genau, was haben wir dann noch? Ich habe ja gesagt, das Copy Trading möchte ich euch ein wenig erklären. Ich habe aber nochmal eine Frage gekriegt wegen den Plänen. Wir gehen nochmal auf die Pläne ein. Nur mal ganz kurz, ich habe jetzt mal auf den Plan geklickt. Das sind hier Bitcoin und USD. Also damit wird halt getradet. Das ist natürlich ein hohes Risiko, weil es kann hier auch zu einem Totalverlust führen. Alle Informationen findet ihr auch auf der Webseite. Wie gesagt, bulmo-finanz.com oder ihr geht halt einfach auf die Webseite und klickt hier unten auf mehr Info und dann landet ihr auch direkt auf die Webseite. Bitcoin Cross Exchange Arbitrage, das ist risikoarm. Wir führen hier keine Trades durch mit diesem Plan. In diesem Plan werden halt Bitcoins gekauft im tiefsten Preis und werden im höchsten Preis wieder verkauft. Wir machen auch keine hohe Transaktion. Wir kaufen bei 4 verschiedenen, sogar aktuell nur bei 2. Da gehört BitGet auch dazu und Binance dazu. Das sind hohe Volumen in dieser Hinsicht. Und da kaufen wir dann Bitcoin ein und verkaufen Bitcoin. Somit werden halt die Bitcoins vermehrt. Es wird halt immer mehr, das Ganze. Somit können wir halt passives Geld verdienen. Wird dann gekauft und wieder verkauft und wenn wir halt sehen, gut, okay, wir haben es jetzt verkauft, wir haben jetzt einen Take Profit in USDT, dann würden die Gewinne runtergezogen, man wird nur mit dem Investment die ganze Zeit arbeiten, die Gewinne werden dann auf die Wallet gesetzt, wenn irgendein Investor sozusagen vom Pool her, der anonyme Investor in der Hinsicht, sagt, er möchte eine Auszahlung haben, dann wird die Auszahlung direkt von dieser Wallet passieren. Dazu, wie das ganze System funktioniert, wie ihr das Ganze euch angucken könnt, auch im Netzwerk, dass auch wirklich alles auf die Kryptobörse hingeht. Ich werde auch Videos machen, wie damit gearbeitet wird. Wird ihr auch nachvollziehen können. Dafür mache ich aber ein separates Video. Und dann könnt ihr sehen, wie halt die Gelder eingehen und Gelder auch rausgehen, dass so Leute auch ausbezahlt werden auf ihre eigenen Wallets. Gut, Banküberweisungen kann man halt im Netzwerk nicht nachprüfen, aber das wird dann anderweitig dann euch mitgeteilt. Und ja, eine separate Telegram-Gruppe wird es dann auch nicht geben. Für Englisch schon. Es gibt dann eine deutsche und eine englische. Aktuell mache ich ja alles beides auf einen einzigen Kanal. Genau, also wie gesagt, Punkt 1, Bitcoin, USDT, Trading, Risiko. Steht auch auf der Webseite in den AGBs mit drin. Totalverlust kann passieren, haftet natürlich auch Bulmo und Finanz nicht. Jeder muss mit diesem Risiko auch klarkommen.
Punkt 2, Bitcoin Cross Exchange Arbitrage Trading ist risikoarm. Das ist kein Trading. Wir kaufen und verkaufen nur aktiv, das halt von Montag bis Freitag. Und wenn wir halt Bitcoin tief gekauft haben und oben wieder verkauft haben, dann werden die Gewinne wieder runtergezogen, werden an die Seite gelegt und wird nur weiterhin mit dem Investment die ganze Zeit nur gekauft und verkauft. Das ist das Cross-Arbitrage-Trading. Das Ganze wird immer in USDT gehalten, die Gewinne. Also das heißt nicht, dass wir halt Bitcoin immer mehr zusammensammeln, sondern einfach nur wirklich die Gewinne in USDT oder USDC, wird auch nochmal umgeändert, dann sammeln werden. Und ja, dann könnten wir halt das USDC dann ausbezahlen, wer halt seine Gewinne hat. Und haben wir natürlich Bitcoin gekauft auf einen bestimmten Punkt und der Bitcoin-Preis geht weiter runter, gut, dann ist es natürlich ein Minus, dann müssen wir halt abwarten, bis der Kurs wieder hochgeht. Dann gibt es natürlich keine Rewards oder so, also keine Auszahlungen, also Gewinne, das ist dann Gewinn gleich Null. Das kann natürlich auch passieren, damit muss man natürlich auch ein bisschen klarkommen, aber ein Totalverlust, dann müsste ja Bitcoin komplett auf Null gehen, was aber nicht passieren wird. Von daher, wir werden hier definitiv das Ganze dann so machen. Es wird auch so durchgeführt. Ich werde auch nochmal ein separates Video machen nochmal dazu. Also das ist hier wirklich risikoarm, das Ganze. Beim Investment, wenn man dann den Plan dann auflösen möchte, kann ich jetzt schon sagen, dann kriegt man halt nur das raus, wo der aktuelle Kurs dann auch liegt. Mehr auch nicht. Und wer seinen Plan halt frühzeitig beendet, kann es passieren. Diese Funktion ist jetzt aktuell noch nicht drin. Aktuell kann man es noch so nutzen. Wird dann kommen, dass wer seinen Plan frühzeitig löscht, wie gesagt, das ist auch Zusatzarbeit, dann wird nur noch 50% von seinem Investment ausbezahlt, weil er tut dann in dem Moment den Trade, was wir machen, aktuell dann auch beenden, weil wir müssen halt die Trades beenden, dass wir die Gelder rausziehen können von dem Investor. Und ja, das bedeutet, alle anderen werden ja trotzdem weiterlaufen. Wir werden halt einzelne Kategorien dann machen, aber es bedeutet halt in dieser Hinsicht, dass der Trade geschlossen wird. Wir haben Minus, wir zahlen auch Fees und dann heißt es hier definitiv dann 50% nur. Ist der Plan ausgelaufen, dann wird halt das ganze Investment ausbezahlt, natürlich wieder gut geschrieben auf dem Konto. Und dann könnt ihr halt euer Investment wieder nutzen oder ausbezahlen lassen, wie ihr es halt gerne möchtet. Aber es sind die 6 Monate oben und wir sind rein natürlich noch im Minus. Dann kann es passieren, dass ihr nur das bekommt, was dann aktuell drauf ist. Das sind dann Minus-Trade, wird dann auf dem Konto dann auch sichtbar sein. Dann bleibt nur noch eine Summe X übrig. Also das bleibt natürlich in der Übersicht. Das kann ich euch noch mal kurz zeigen. In der Übersicht, da geht man auf My Plans. Gut, ich habe jetzt hier noch keinen Plan. Ich habe es ja gestern im Video gezeigt. Werde hier auch keins machen. Hier ist ja auch nichts drauf. Ist auch nicht mein Konto. Aber gestern könnt ihr gerne nochmal das Video angucken. Da habe ich einen Plan auch gezeigt. Und da wird auch alles protokolliert, wie der Stand ist. Und wenn wir nach den 6 Monaten einen Trade dann schließen und der ist dann rein natürlich minimale Minus, wird es natürlich dann aufgezeichnet. Dauert natürlich alles ein bisschen. Und dann kriegt ihr auch das Geld dann am Ende auch ausbezahlt wieder. Ja, aber das Hauptthema ist das Copy Trading mit MetaTrader 4 und 5. Das ist dann diese Seite, ist dann, wenn ihr euch registriert, auch schon aktiv. Wie gesagt, ist es noch kein Master Management Konto hinterlegt. Das heißt, ihr kopiert wie bei RoboForex einfach nur die Trades. Ihr habt hier nur keine Gewinnbeteiligung. Hier müsst ihr nichts abgeben oder so. Hier haben wir einfach eine monatliche Gebühr für diesen Slot, dass man kopieren kann. Ich habe ja vorab schon gesagt, wir können rein theoretisch alles, was bei RoboForex ist, wir sind aktuell dabei, auch andere Anbieter zu nutzen, wo wir halt die Trades kopieren können oder sozusagen übernehmen können auf diesem Dashboard, wo dann rein theoretisch jeder kopieren kann. Es gibt ja so viele Trader mit sehr guter Performance, mit 50% Kommission, da müsst ihr halt 50% zum Beispiel bei RoboForex dann den Trader abgeben, was hier dann nicht möglich ist, weil hier habt ihr 100% eigenes Gewinn und hier zahlt man halt nur monatlich halt seine Slotgebühr und mehr auch nicht. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt hier einen Account hinzufügen möchte? Dann muss ich erstmal hier oben einen Plan auswählen. Möchte ich das Ganze monatlich bezahlen? Möchte ich das jetzt quartalweise oder auf ein Jahr?
Zahle ich das auf einen Monat, zahle ich 30 Dollar, zahle ich das auf ein Quartal, zahle ich 80 Dollar nur noch, dann zahle ich das auf ein Jahr, zahle ich hier 300 Dollar. Ihr merkt, es ist rein theoretisch, wird es immer weniger, also man spart rein theoretisch auch Geld. Und aber wie gesagt, 30 Dollar. Bei diesen 30 Dollar ist dann sozusagen der Server mit drin, die API-Schnittstelle, weil es könnte sein, dass auch Fremdkapitalkonten dazukommen. Da ist es dann so, dass wir dann sagen, gut, wir haben jetzt hier eine ganze Aufbereitung mit Server, API-Schnittstelle. Genau, Server, API-Schnittstelle habt ihr hier, die Verbindung einmal zu dem Trader habt ihr, also ihr habt diese drei Sachen. Dann halt noch den Slot zahlen wir ja auch noch bei dem Provider. Den Provider habe ich euch ja schon vorgestellt und das sind insgesamt vier Sachen und diese vier Sachen werden rein natürlich abgedeckt. Insgesamt haben wir hier Kosten schon mal knapp Pi mal Daumen von 17 Dollar insgesamt und das nur für einen einzigen Account. Das sind, wie ich runde es mal auf 20 Dollar auf, die Steuern kommen ja auch noch dazu, plus minus, also 20 Dollar haben wir nur an Ausgaben, was nur für diese Technik benötigt wird und dann sind hier noch 10 Dollar an reinen Gewinn. Genau. Vorab, es gibt ja auch ein Affiliate-Programm, jeder, wo halt Freunde einlädt über seinen eigenen Link, sage ich jetzt mal, bekommt passives Geld von 5% jeden Monat. Hier haben wir nur eine einzige Line, was man nutzen kann. Ich finde, das ist okay, weil man braucht hier kein Schneeballsystem, es soll nur belohnt werden, wenn ihr Leute einlädt oder dafür Werbung macht, dann könnt ihr hier halt auch passiv Geld verdienen, wenn Leute halt hier einmal diesen Plan starten, dann kriegt ihr hier einmal 5% Anteil jeden Monat oder quartalsweise von 5% oder auf ein Jahr. Wenn ihr ein Jahrespaket bucht, würden auch nochmal 5% direkt an euch gehen. Wird direkt auch von den Geldern hier abgezogen und ja, von daher machen wir keinen Draufleger, bevor die Fragen kommen, ja, wie werden dann die Bonis bezahlt, wenn wir jemanden einlehnen. Das wird halt direkt von diese 30 Dollar, sage ich jetzt mal, bezahlt. Genau, gehen wir jetzt mal weiter. Account Typ haben wir im MetaTrader 4 und MetaTrader 5, sage ich jetzt mal. Die werden dann hier hinterlegt. Wir brauchen dann einmal den Login selbst, also ist die Login-ID, das Passwort dafür, Account-Name, dann könnt ihr irgendeinen Namen dann eingeben, wie RoboForex oder, keine Ahnung, irgendwas anderes, was sinnvoll ist, was, dass ihr sagen könnt, gut, das ist jetzt der Anbieter X. Dann halt, welcher Typ, Account-Typ, ist es ein Standard, ist es ein Prozentkonto, ECN-Konto, also hier könnte man das Ganze auch hinterlegen. Was ein Konto habt ihr? Habt ihr ein Euro-Konto? Habt ihr einen US-Dollar? Dann gibt man hier halt einen US-Dollar ein oder Euro ein. Welche Leverage habt ihr? 1 zu 500, 1 zu 1000 muss hier auch eingegeben werden und natürlich den Server. Das müsst ihr halt alles manuell hier eintragen. Es ist nichts vorprogrammiert oder sonst irgendwas, weil alles, was dann hier hinterlegt ist, werden die Daten genommen. Die werden dann zum Server hingeleitet und der Server macht dann automatisch eine Verbindung. Es wird dann der MetaTrader 4 zum Beispiel dann auch gestartet. Die ganzen Daten werden dann automatisch von der KI hinterlegt und dann werden die Trades 1:1 dann kopiert. Genau, also recht simpel, ganz einfach. Ihr müsst hier definitiv für das Copy Trading hier kein Geld einbezahlen. Da braucht ihr keine Angst haben. Das Geld bleibt bei euren Broker liegen. Das Einzige, was ihr machen müsst auf dem Dashboard, ihr müsst natürlich 30 Dollar einbezahlen auf dem Dashboard, dass ihr auch das Ganze nutzen könnt. Und wenn das vorbei ist, dann wird ihr halt deaktiviert, wenn halt nicht genügend Guthaben auf diesem Dashboard liegt. Dann seid ihr deaktiviert, dann werden halt keine Trades mehr kopiert. Ich sag mal so, wenn ihr Bots habt oder Train tut, dann könnt ihr euch hier auch ankoppeln, das Ganze anbieten und dann könnt ihr auch hier eure Community weiterleiten. Ich sag mal so, wenn ihr eure Trades hier mit anbietet, ihr verdient rein theoretisch gar nichts dran. Also ihr bietet einfach nur die Leistung an und das war's.
Ich bin aber auch schon dabei, zu sagen, eventuell, dass wir das Ganze so aufsetzen, wenn es halt jemand macht, dann muss das Konzept aber noch entwickelt werden, dass man halt vielleicht eine Gewinnbeteiligung mit hat, aber das ist halt ein bisschen kompliziert, da muss man das Ganze noch mal gucken. Aber aktuell verdient keiner daran was und ja. Aber man kann es hier definitiv kopieren. Ihr müsst hier keine Gelder einzahlen oder irgendwas in irgendeiner Richtung. Wie gesagt, das Geld bleibt bei euch auf eurem Broker liegen. Und ich finde, das finde ich am viel, viel schöner. Ihr müsst kein Geld außer Hand geben. Das Einzige, was ihr machen müsst, wie gesagt, auf dem Dashboard für die Gebühr natürlich das Geld einzuzahlen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann wird es hiervon abgezogen und dann könnt ihr euer Account dann aktiv nutzen. Genau, zum Großen und Ganzen war es das jetzt. Also das Copy Trading, wenn ihr euch jetzt registriert, ist natürlich hier mit sichtbar. Die Trading Plan ist hier auch mit dabei, auch sichtbar, aber deaktiviert. Das wird dann alles noch kommen. Also ihr seht das rein theoretisch schon. Das Einzige, was schon funktioniert, ist die interne Transaktion. Die könnt ihr durchführen. Das ist kein Thema. Also die Ein- und Auszahlungen funktionieren auch schon. Also da braucht man dann definitiv auch keine Angst haben. Genau, zum Großen und Ganzen war es das jetzt. Ich wollte euch nur ein Update geben, dass jetzt in diesem Zeitpunkt, wo dieses Video jetzt rausgekommen ist, das Dashboard online ist, ihr könnt alles nutzen und wie gesagt, über den Affiliate-Programm könnt ihr natürlich auch 5% an Kommission bekommen und ich finde, das ist eine coole Sache, habe ich trotzdem so umgesetzt, weil viele machen gerne Marketing mit Rev-Programm und das ist halt hier mit hinterlegt. Wenn ihr definitiv noch Fragen habt, dann könnt ihr definitiv hier eine Message schreiben oder direkt eine E-Mail schreiben. Es sind zwei Leute da, von Montag bis Freitag, sage ich jetzt mal, die beantworten innerhalb von den nächsten 48 Stunden alles so gut wie möglich. Und ja, also da ein bisschen Geduld haben in dieser Hinsicht. Okay, das war's jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Dashboard und wie gesagt, alles andere wird nach und nach dann kommen, definitiv. Und ja, wenn Fragen sind, dann könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Ihr könnt auch gerne in die Telegram-Gruppe kommen. Unten ist natürlich auch der Link. Der Link ist auch in der Webseite hinterlegt. Wenn ihr auf der Webseite seid, dann könnt ihr auf Telegram klicken. Dann kommt ihr auch direkt in die Gruppe. Was jetzt auch nochmal kommt, ist dann die WhatsApp-Gruppe. Das ist schon in Mache, sage ich jetzt mal. Und wenn das aktiv ist, wird ihr definitiv auch nochmal informiert werden. So, das war es jetzt zum Update, zum Copy Trading und zu dem ganzen Poolen und das System, Zahlungssystem intern, was auch anonym funktioniert, plus später, was dann ab dem 1.8. oder spätestens nächste Woche, sage ich jetzt mal, auch mit Banküberweisung funktioniert. Und ja, da kann dann wieder nochmal ein großer Hype kommen. Und zum Thema Marketing, Marketing wird gemacht, nicht so viel, sage ich jetzt mal. Ich bin ja auch kein großer Mensch dafür. Jeder muss selbst wissen, also ich baue so ein bisschen mehr auf Community auf. Wenn die Community das weiterempfiehlt und die finden das gut, was hier aufgebaut wird, dann ist es, geht es schon automatisch dann rum. Und ja, also von daher ist dann hier für diesen Aufbau, für diesen Fortschritt auch die Community ein bisschen verantwortlich. Alles andere wird halt von mir kommen. Und ja, also wie gesagt, wir nutzen hier auch kein Preset. Ihr habt es gesehen. Also es ist rein theoretisch recht easy und ganz einfach, etwas auf die Beine zu stellen. Und das Ganze wird dann auch mit den Immobilien so leicht sein. Genau, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da oder kommt in die Telegram-Gruppe, wenn es dich interessiert. Und jetzt sage ich viel Spaß und bye bye.